Ja, und das ist eigentlich so die Krux dieses Schiffs hier. Man muss ziemlich viel durch solche Umwege sich erarbeiten. Und dann kommen wir gleich zu einer Sache. Da habe ich ewig lange gebraucht, darauf zu kommen. Das ist auch ziemlich gut versteckt. Habe ich dann auch nur später durch einen Zufall entdeckt, dass man da tatsächlich durch die Tür durch kann. Da muss man sich ein bisschen auf die eigene Akustik verlassen, was ich da nicht gemacht habe. Wo ich auch nicht mit gerechnet habe, dass das Spiel so etwas mit einem anstellt. Das ist hier gleich bei einer Tür da oben. Ja, eigentlich wollte ich nach oben, sagte ich. Jetzt komme ich hier, glaube ich, gar nicht mehr so hoch. Nee. Oder kommen wir... Ja doch, da kommen wir an die Wand. Kommen wir doch noch hoch. Alles klar. So, da rechts, der Boden sieht ein bisschen brüchig aus. Da können wir uns auch durchballern. Das ist nicht so das Problem. Das Problem ist diese Tür. Und ich sehe gerade, diesen Gegner hier hat man entschärft. Der schießt normalerweise mit so kleinen Shurikens auf einen. Und ihr hört hier dieses Geräusch, dass man diese Tür mit Missiles kaputt machen kann. Das habe ich vorher nicht gewusst. Ich habe dieses Geräusch nämlich nicht gehört. Und diese Tür verfärbt sich auch nicht, wie die Missile-Tür, die wir gerade eben gesehen haben. Und deswegen habe ich bei meinem Durchspielen für den Beta-Test, habe ich den Wavebeam niemals erhalten. Also ich hatte den Wavebeam nicht und ich hatte den Warrior-Suit nicht. Und habe es damit dann durchgespielt. Und das war kein allzu großer Spaß. Also auf dem Wavebeam hätte ich noch verzichten können. Aber der ohne den Warrior-Suit, das war echt, vor allen Dingen gegen Ende, das war der blanke Horror. Ich hatte es ja vorhin schon mal erwähnt. Da macht jeder Gegner 30 Schadenspunkte bei einem. Und nicht nur jeder Gegner, sondern auch jedes kleinste Projektil, was einen trifft. Boah, und das war... Also der... So der Final Stretch zum letzten Endgegner. Heilige Scheiße, Mann. Ich hatte es ja vorhin auch schon erwähnt. Also keine Checkpoints und so weiter. Naja. Kommen wir ja auch noch zu früher oder später. Ich hoffe mal, diesmal läuft es besser. Sollte es eigentlich auch. Okay. Hier sind noch ein paar versteckte Sachen. Unter anderem halt auch der Weg zu dem Endgegner. Ich hoffe, dass ich den auch wieder auf die Kette kriege. Den habe ich auch irgendwie nur durch... Als ich mich beim zweiten durchspielen... Also beim ersten habe ich den nicht gefunden. Für den Beta-Test. Beim zweiten Durchspielen habe ich den nur durch Zufall gefunden, weil ich einfach ein bisschen hier rumgesucht habe und dachte ich auf einmal, okay, wie komme ich jetzt in dieses Areal hier? Was mache ich hier auf einmal? Und dachte, oh shit, da ist auf einmal ein Endgegner da. Ja, so war das dann irgendwie. Aber gut. Ich glaube, Endgegner waren ja auch auf der Karte verzeichnet. Da war irgendwie, als ich vorhin da mal drauf geschaut, da war ja noch so ein komisches Symbol da. Ja, und das... Ja, okay, die lassen sich nicht zerstören. Die lässt sich nicht zerstören, oder? Nee. Aber hier unten können wir durch. Und ja, war wie gesagt, auf der Karte war das nicht verzeichnet. Weder Endgegner noch irgendwie was anderes. Das ist auf jeden Fall schon mal eine sehr, sehr große Hilfe. So. Ich hoffe mal... Das Ganze hier bringt uns irgendwie weiter. Wenn ich mich nicht täusche, müssen wir hier noch auf dem Weg zu einem Energietank sein. Ja, genau. Das weiß ich nämlich auch noch. Diesen Energietank, den habe ich mir damals von der anderen Seite geholt. Da habe ich diesen Weg gar nicht gefunden. Dann bin ich da oben mit einem Morphball-Sprung, also in der Luft in einem Morphball verwandelt, vorher mit einem Walljump, bin ich da oben reingesprungen. Und das ist an dieser Stelle nicht ganz einfach, zumal diese Gegner immer wieder respawnen. Glücklicherweise habe ich diesen Weg jetzt von der anderen Seite gefunden, weil sonst hätte ich es wohl wieder so gemacht.
Ja, man kann sich da natürlich dann mit der Screw Attack ist leichter machen, aber die Screw Attack hatte ich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Ja. War eine schwere Geburt, das sage ich euch. So. Gleich mal schauen, ob hier irgendwo in so ein Areal unter uns, da müssten wir irgendwo hinkommen, um in das Gebiet von dem Boss zu kommen. Wir mal gleich eben schnell auf der Karte schauen, wir kommen schnell noch. Wir sehen nachher, da kommen wir wieder zu diesem Eingangsgebiet hin. Musste man da durchkommen oder so. Okay, schauen wir mal kurz auf die Karte. So. Ah, okay. Irgendwie müssen wir da unten rein gelangen. Und dann da runter ging es dann. Ja, genau, da dieses in der Luft rumhängende Stück Karte, da müssen wir hin, wenn ich mich da nicht recht entsinne. Ein Segen, dass diese fliegenden halben Untertassen-Dinger da, dass die nicht diese unzerstörbaren Shurikens auf einen abfeuern. Also das war echt eine gute Anpassung. Das hat teilweise wirklich genervt. Oh, was haben wir hier? Wir haben entdeckt, dass bestimmte Zellen in Alpha-Metroid sich vermehren, wenn man Metroid-Larven Beta-Strahlen aussetzt. Wir haben herausgefunden, dass Pflanzen in ihrer natürlichen Umgebung Beta-Strahlen abgeben. Ah, okay, ja. Da haben sie das also entdeckt. Das ist ja auch, gehört ja auch zum Plan der Weltraumpiraten im allerersten Metroid, dass sie selbige als biologische Waffen verwenden wollten und sie durch Beta-Strahlen vermehren wollen. Und das anscheinend haben sie dieses Wissen sich von der Galaktischen Föderation geholt. Wie so vieles in ihrem Leben. Nicht nur Wissen, sondern auch bestimmte Ressourcen. Denn Ressourcen stehlen, das ist ja also der Job von Weltraumpiraten. Aber okay. Unser Job ist es immer noch, an diesen Bossgegner ranzukommen. Schnell hier schauen, Mann. Wie kamen wir da jetzt noch mal unten hin? Also ich weiß es echt nicht mehr genau. Ja, scheiße, das ist gerade nicht so geil. Aber ich glaube, ich gehe nochmal wieder den Weg zurück. Sehe mich dann nochmal in der Nähe des Eingangs nochmal ein bisschen um. Möglicherweise werden wir da erleuchtet. Okay, ja, das ist dieser Weg, den wir hierher gekommen sind. Da unter diesen ganzen Türen durch. Nee, Quatsch. Den können wir ja nur gegangen sein, wenn wir... Den sind wir ja gegangen, um den Energietank zu holen. So und was. Ach, sprechen wir vom Kurzzeitgedächtnis. Naja. Also irgendwie da unten müssen wir, glaube ich, in diesen Schacht reingelangen.
sieht nach einem vernünftigen Durchgang da aus. Frage ist jetzt nur, wie kommen wir da hin? Hier ist ja auch hier so eine Art leerer Fleck auf der Karte. Scheiße, Mann, ich weiß es echt nicht mehr genau. Ja, komm, sehen wir uns hier nochmal um. Das sieht eigentlich nicht vielversprechend aus. Hier waren wir auf jeden Fall noch nicht. Obwohl, diesen Weg kenne ich eigentlich relativ gut. Also ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass der dorthin führte. Naja, genau, hier kommen wir wieder zu dem Abschnitt hin, gerade wo wir uns den Wavefeam geholt haben, wenn wir jetzt hier durch die Deckel springen. Also versteckt war das eigentlich auch gar nicht. Ist jetzt gerade irgendwie scheiße. Ja, da oben ist wieder unser Wave. Na, da war ja mal. Okay, hier waren wir noch nicht. Ich glaube, hier sind wir auch sogar auf dem richtigen Weg. Ah ne, das geht wieder, da gehen wir wieder zurück zum Eingang. Und da ist es auch so eine einseitige Tür, von der wir dann von der anderen Seite natürlich nicht mehr durchkommen würden. Da haben einseitige Türen ja so Ansicht. Aber ich finde hier jetzt momentan auch keinen Durchgang. Oben, ja. Das ist jetzt auch nicht der richtige Weg scheint. Vielleicht können wir zumindest hier noch ein oder andere Missile Expansion mitnehmen. Obwohl wir sind jenseits der Karte, das ist eigentlich nicht immer der schlechteste Weg. Ah, ich glaube, wir haben unseren Weg gefunden. Jetzt müssen wir nur. Ah, okay, da unten. Durch den Boden können wir durch. Ja, das sieht schon mal sehr gut aus. Was ich auch, glaube ich, noch gar nicht erwähnt hatte, was neu in diesem Spiel ist, dass wir unsere beiden Waffen ja miteinander verbinden können. Also, ja, da ist auch das Symbol für den Boss. Mal schön Missiles verschwenden. So, ja, und das sind diese Shurikens, von denen ich vorhin gesprochen habe. Die haben auch diese kleinen Gegner normalerweise da in der Beta-Version angefeuert. Was da aber glücklicherweise nicht mehr der Fall ist. So, das ist ein Soldat der Galaktischen Föderation, der auf einer springenden Plattform herumspringt und uns mit seinen Shurikens nervt. Und jetzt auch schon erledigt ist. Ja, easy money. Upsala. Ja. Da haben wir das auch erledigt und da unten steht jemand. Ich bin der Captain dieses Schiffs. Wir haben unser Metroid-Exemplar haben wir zerstört. Du musst zum Metroid-Nest gehen und dir dein eigenes holen. Die Zerstörung eines Alpha-Metroids ist der einzige Weg, ein korrektes Zeolaris-Exemplar zu kriegen. Verschone mein Leben und mein Zugangscode gehört dir. Das Nest ist oder war versiegelt. Ja. Wie einfach zu überzeugen diese Leute von der Föderation sind.
Diese Kapsel beinhaltet die Alpha-Metroid-Zellen, welche sich im Scheintod befinden. Okay. Das Aussetzen der Zellen zu Beta-Strahlung wird verursachen, dass sie sich in neue Metroid-Organismen vermehren. Ja, da haben wir jetzt eine Kapsel haben wir jetzt erhalten. Aber die haben noch nicht diese reguläre oder diese richtige Zellstruktur, die wir brauchen. Ja, und wir haben es ja schon angesprochen. Wir müssen nun in das Metroid Nest. Und das ist auf dem Planeten SR38 nicht immer ein großer Spaß. So, hier nochmal so ein schönes Metroid-Gemälde. So, und hier oben ist noch ein kleines Easter Egg versteckt. Ein kleines Special Stage. Wenn wir hier durchgehen. Das werde ich jetzt mal nicht machen. Wenn ihr wissen wollt, was da drin ist, probiert es selber mal aus. Spielt das Spiel mal selber und probiert mal aus, was sich dahinter verbirgt. Ist eine sehr lustige Stage. So lustig fand ich sie allerdings am Ende doch nicht. Ist eine Referenz, klare Referenz zu einem anderen NES-Klassiker. Also schaut doch mal rein, wenn ihr das mal selber spielt. Ich werde es jetzt an dieser Stelle mal nicht zeigen. Und dann, falls ihr mal dort wart, berichtet mir doch von euren Abenteuern in den Kommentaren. So, wir haben damit eigentlich alles erledigt und sind damit eigentlich auch bereit für das letzte Gefecht. Also mir fehlt noch ein Energietank. Da weiß ich jetzt gerade echt nicht mehr so, wo der noch ist. Den werde ich auch jetzt mal Energietank sein lassen. 5 sind eigentlich schon eine gute Anzahl. Ohne Various Tools sind selbst 6 zu wenig. War für mich in den zum größten Teil, bis ich es dann endlich hingekriegt habe. Naja, ein paar mehr Missiles dürften es noch sein. Da brauchen wir auf jeden Fall einen großen Vorrat. Aber ich glaube, so an die knapp 200 dürften wir eigentlich mittlerweile haben. So, es gibt tatsächlich noch einen versteckten Bossgegner in diesem Spiel. Wo ich aber jetzt nicht mehr genau weiß, wo der noch war. Ist auch eine Referenz an ein anderes Nintendo-Spiel, dieser Bossgegner. Der ist nicht in diesem Abschnitt, den ich gerade euch angeteasert habe, drin. Das weiß ich noch ziemlich gut. Ich meine, der war entweder in diesem oder in dem anderen Schiff irgendwo versteckt. Könnte vielleicht auch sogar eine Referenz sein an einen bekannten YouTuber, der sehr, sehr viel Metroid, vor allen Dingen Super Metroid Hacks spielt. Könnte ich mir durchaus vorstellen. Aber ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo das noch war. Naja. Wenn ihr das gefunden habt, könnt ihr ja auch mal gerne in die Kommentare schreiben. Ich habe es bei meinem Beta-Test habe ich das gefunden, danach seitdem irgendwie nicht mehr. Aber okay, gut. Lassen wir das jetzt mal einfach dort sein, wo es ist. Wir gehen in diesen Abschnitt, den wir vorhin war es eigentlich, wo wir uns den Sprungball hergeholt haben. Jetzt müssen wir einen anderen Weg gehen und mich graus jetzt schon vor dieser Stelle da. Das ist nämlich direkt hier. Ich weiß, dass ich beim Beta-Test irgendwie nochmal einen anderen Weg gefunden habe, da hochzukommen. Seitdem habe ich es immer irgendwie probiert, hier hochzugehen. Eigentlich sollte man das nicht machen, denn da oben hängt dieser Stachel dran, aber ich habe es aber irgendwie nach etlichen Versuchen so hinbekommen, dass ich mir quasi so einen, ja, im Fachkreis nennt man das Damage Boost, hier verschafft habe, um dann da oben drauf zu kommen. Ich weiß sonst echt nicht mehr, wie man da noch hingekommen wäre. Hier oben durch war es nicht einfach, oder? Nee, also das wäre auch zu einfach. Ich glaube dann, weiß nicht, ob man da irgendwie von, wenn man hier runter geht, vielleicht da durch den Boden vielleicht irgendwo. Also hier oben müssen wir auf jeden Fall hin.
Ich weiß noch, da oben links in der Ecke, da bin ich mal mit dem Morphball eingesprungen, da hing ich fest, da kam ich nicht mehr raus. Das war auch eine der... Nee. Ja doch, da vor dem vorigen Bildschirm war das nicht hier. Nee, da kommen wir auch nicht durch. Also das war auf jeden Fall einer der Punkte, wo ich mal komplett festhing und nicht mehr rauskam. Will ich jetzt auch nicht unbedingt riskieren, dass... das mal zu probieren, ob man das Ganze korrigiert hat. Aber warum sollte ich das jetzt auch machen? Wir haben noch nicht einmal gespeichert. Von daher lasse ich das jetzt einfach mal.